Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Verteilungsfunktion bei diskreten Zufallsvariablen. Die Verteilungsfunktion ist also eine weitere Funktion zusätzlich zur Wahrscheinlichkeitsfunktion, die wir in früheren Videos schon kennengelernt haben, mit der wir die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariablen beschreiben können. Die Verteilungsfunktion bezeichnet man häufig mit einem Buchstaben groß F von x. Und die gibt an, für eine diskrete Zufallsvariable x, die Wahrscheinlichkeit, dass die Ausprägung kleiner gleich irgendein vorgegebener Wert klein x ist. Also anders als die Wahrscheinlichkeitsfunktion, die die Wahrscheinlichkeit angibt, dass die Zufallsvariable groß x genau einen Wert klein x annimmt, haben wir hier jetzt kleiner gleich stehen. Also alle Wahrscheinlichkeitsmasse, die links von einem bestimmten Punkt liegt. Und im diskreten Fall können wir die immer ineinander umrechnen. Die Verteilungsfunktion groß F an der Stelle x ist einfach die Summe über alle Wahrscheinlichkeitswerte an den Stellen xi, die kleiner gleich dieser Wert x sind. Ja. Und auch umgekehrt können wir die Wahrscheinlichkeitsfunktion aus der Verteilungsfunktion berechnen, wenn wir uns die Differenzen von der Verteilungsfunktion anschauen. Sieht hier alles sehr technisch aus in der mathematischen Notation. Wir schauen uns gleich ein konkretes Beispiel an und werden sehen, dass das eigentlich ganz einfach ist. Das Beispiel, was wir dafür hernehmen, ist wieder die Benford-Verteilung, die wir auch in früheren Videos schon angeschaut haben. Zur Erinnerung noch einmal, wie sah da die Wahrscheinlichkeitsfunktion f von x aus? Das war der Logarithmus von x plus 1 dividiert durch x, die wir jetzt aufsummieren müssen, um die Wahrscheinlichkeiten kleiner gleich x zu bekommen. Machen wir das einmal, haben also hier die x-Achse und auf der y-Achse die Verteilungsfunktion abgetragen. Und dann starten wir mal. Für alle Anfangsziffern, die kleiner als 1 sind, wissen wir, die Wahrscheinlichkeit ist 0. Die Anfangsziffer kann nicht 0,5 oder minus 23 sein. Die erste Anfangsziffer, die wir bei einer Zahl haben können, ist eben die 1. Also links von der 1 sind alle Werte der Verteilungsfunktion 0. Dann an der Stelle 1 hüpft die Verteilungsfunktion, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable, die Anfangsziffer, kleiner gleich 1 ist, ist dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit für gleich 1. Und das ist eben der Logarithmus von 2 durch 1 oder 0,301. Und dann bleibt diese Verteilungsfunktion wieder konstant, weil Anfangsziffern zwischen 1 und 2 gibt es keine. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Anfangsziffer kleiner gleich 1,8 ist, beispielsweise, ist dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit, dass sie kleiner gleich 1 ist. Und erst an der Stelle 2 hüpft die Verteilung dann wieder auf das nächste Niveau, nämlich auf den Wert 0,477. Das ist die Summe für die Wahrscheinlichkeit gleich 1 und die Wahrscheinlichkeit gleich 2. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Anfangsziffer kleiner gleich 2 ist, ist einfach die Summe dieser beiden Wahrscheinlichkeiten. Auch dann bleibt es wieder konstant bis zur nächsten Stützstelle, sagt man da auch für diese Verteilungsfunktion, bis zum nächsten Wert im Träger der Verteilung, bis zur 3. Da hüpft es dann auch wieder auf das nächste Niveau. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Anfangsziffer kleiner gleich 3 ist, ist das, was wir vorher hatten, die 0,477 plus die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich 3 ist. Und das ist nichts anderes als f von 3. Das heißt, wir haben also hier immer diese Sprungstellen. Sprungstellen sind nichts anderes als die Werte, also die Stellen, an denen die Funktion springt, sind die Werte aus dem Träger der Verteilung. Die Sprunghöhe ist die Höhe der Wahrscheinlichkeitsfunktion. Und das kann ich dann zu so einer Stufenfunktion zusammensetzen. Und wenn ich dann zwei aufeinanderfolgende Werte kenne, kann ich zwischen denen natürlich auch die Differenz ausrechnen. Wenn ich die Differenz zwischen diesen beiden Werten berechne, bekomme ich genau die Wahrscheinlichkeit für die Anfangsziffer gleich 3. Und das ist dann 12,5%. Naja, und so kann ich das dann für bis zu 4 machen und so weiter. Und meine Verteilungsfunktion steigt dann
hier so sprunghaft immer an und kommt irgendwann beim Wert 100% an, weil größer gleich 9, also größer als 9 kann die Anfangsziffer nicht sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass also die Anfangsziffer kleiner gleich 10 beispielsweise ist, ist 100%. Alle Anfangsziffern müssen kleiner als 10 sein. Können wir auch wieder in so einer Tabelle hinschreiben und mit diesen Wahrscheinlichkeiten können wir dann auch entsprechend weiterrechnen. Also können die Werte ausrechnen, die in der Angabe zu Beginn gefragt waren. Was ist die Wahrscheinlichkeit für eine Anfangsziffer kleiner gleich 6? Müssen wir also nur in dieser Tabelle hier ablesen. Das ist 84,5%. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für kleiner 6? Da müssen wir dann die Verteilungsfunktion an der Stelle 5 ablesen, weil die 6 eben nicht mehr mit dazugehört. Das sind 77,8%. Größer gleich 6 ist 1 minus die Verteilungsfunktion an der Stelle 5, ist der Wert. Und größer als 6 ist 1 minus die Verteilungsfunktion an der Stelle 6, ist 0,155. Und gleich 6 ist dieser Wert. Und so kann man damit rumrechnen. Man muss also ein bisschen aufpassen, wo das Gleichheitszeichen ist oder nicht ist, dass man die richtigen Grenzwerte noch in die Summe mit reinnimmt oder rauslässt. Aber ansonsten ist es relativ einfach. Und jetzt hier bei den Anfangsziffern in der Benford-Verteilung haben wir natürlich kein richtig großes Interesse daran, die Wahrscheinlichkeit für eine Anfangsziffer kleiner gleich einem bestimmten Wert auszurechnen. Aber wir werden dann in nachfolgenden Beispielen noch sehen, dass das eine häufige Fragestellung ist, dass ein Wert größer oder kleiner eines bestimmten Schwellwerts ist und dass wir damit dann gerne rechnen wollen. Also für eine Versicherung beispielsweise die Schadensfälle zählt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der Schadensfälle in einem bestimmten Zeitraum einen bestimmten kritischen Wert überschreitet. Dass es überhaupt welche gibt, mindestens einen oder mehr als fünf oder ähnliches.